So, das Restaurant ist fertig. Sturmschutz? Nein. Beschädigt? Nein. Verbindung? Ja. Strom? Ja. Und alles klar. Dann verkaufen wir hier mal den Gigantosteak für 20. Dann machen wir mal, warte mal, Einkauf 20 und verkaufen den für, wie wär's mit 35. So, machen wir es mal so. Okay. Okay. So, letztes Mal hatten wir ja die Bahn hier gebaut. Und so weiter. Und den Turm und überhaupt fertiggestellt. So. Dann hatten wir dieses Vieh hier noch. Boah, Alter, guck dir mal sein Maul an, ey. Das ist so gefährlich. Boah. Alter. So. Gut, wir sollen ja ein Foto machen von einem der... Okay, wir haben die Anzahl von 2600 erreicht. Die jetzt erst, die Zeit läuft. Das ist toll. So, dann hätten wir die Aufgabe auch gleich fertig, wenn das denn hinhaut. Und fotografieren Sie einen Dinosaurier, der kämpft. Ja, wenn ich jetzt hier diesen Pflanzenfresser rauslasse. Ist das Kämpfen, wenn der den angreift? Ich kann es da mal versuchen. Dafür müssen wir jetzt erstmal... hier wieder hin, wo die Fahrzeuge sind. So, ich kann mal den wohl auch wieder losfinden. Wobei, wir haben ja noch was. Guck ich erstmal 100.000 weg damit. Den können wir extrahieren. Auch nochmal ein, ja, Puphaufen. Und nochmal 100.000. So. Gut. Dann wieder weg mit euch. Und überhaupt, wo noch was ist, kann man noch. Da ist noch was und hier ist noch was und dort, Alter. Kannst ja einmal hier hinfliegen. Ceratosaurus. Und dann einmal hier unten hin. So. Mal wieder zwei verschiedene Orte. Und ich fahre mal mit dem Wagen. Ich möchte gerne ein Foto machen, wenn der vielleicht eben da angreift, den einen. Oben fährt die Bahn. Wow! Das hat wehgetan. Jawohl! Gute Arbeit bei diesem Auftrag. Danke! Guckt euch nur mal diese Leute hier an, Alter. So viele Leute wollen hier meinen Park besuchen. Das ist ja Wahnsinn. Ich fühle mich hier wie in einer Hölle. Hölle. Komm mal auf das Tor. So, schnell rein. Und dann einmal kurz drehen. So, bravo. Ich muss einmal kurz hier aufsteigen, sozusagen, um den freilassen zu können. So, dann schnell wieder in den Wagen einsteigen. So. Und dann warten, bis der leider angegriffen wird, aber es muss mal sein, um zu gucken, ob wir, ja. Wo bist du denn? Ach, da bist du ja vorhin. Wie hast du mich denn überholt? Achtung, kann man rausholen. Und? Yeah. Super Foto. Ein guter Moment für ein Foto. Ja. Dann nehmen wir den auch nochmal mit. Aber er hat nicht gekämpft, er hat nur angegriffen.
Okay, das heißt, der muss richtig kämpfen. Gib mir doch mal den Dingsauftrag hier. Es gäbe da einen Auftrag, über den Sie nachdenken sollten. Okay, kriegen wir hin. Fleischfresser Fossil kriegen wir hin. Moment. So. Nicht, dass der hier abhaut. La 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 la. So. Ich brauche also einen, der bereit ist zu kämpfen. Alles klar. 317.000. 317 zu. Ne, 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 ne. 317. 230. Kann der vielleicht kämpfen? Ha. Der würde sich auf jeden Fall wehren. Würde ich mal sagen. 317, 230. Ja, ist auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der sich wehren würde. Die hier eher weniger, die kosten auch viel zu viel. Ich würde mal sagen, ich nehme. Ja, Triceratops. Ah, der wird sich vielleicht. Aber wir müssen das mal versuchen. Oder nehmen wir den Dilophosaurus. Ah. Ja, komm. Zwei, auf jeden Fall, die werden auf jeden Fall kämpfen. So. Dann warte ich erstmal. Und wo seid ihr denn schon wieder, meine Leute? Die sind ja schon wieder weggefahren. Das geht aber nicht. Ich brauche doch gleich noch ein Foto. Gut. Dann gehen wir mal hier hin und einmal darüber. So. Was haben wir denn jetzt hier? Den nehmen wir auch noch mit, das verkaufen wir. Und das auch 360.000. Holla die Waldfee. Gut, dann tut jetzt diese eine Dino da auch nicht mehr weh. Alles einfach. Wobei, lass mich erst mal gucken hier. Den geht's gut. Da haben wir noch sechs. 6, 6, 6, 6, da haben wir noch 7. Okay, das ist noch ein Dreier, da kann man mal den Zweier-Team hinficken. Nachschubanfrage bestätigt. So, und da auch. Bestätigt. So, Leute. Die fahren dahin und ich fahre in die andere Richtung. Denn wenn der andere gleich draußen ist und die beiden kämpfen und sie halt ein Foto machen. Wow, 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 wow. Ja. Wenn ihr so frei rumlauft. Ja. Kann euch hier so ein bisschen Schlalom fahren. Hui. Ein Toter, den Boing. Ja. Und? Ist er fertig? Nein, noch nicht ganz. 87.
Tap, 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 tap. Hallo, lass den Wagen in Ruhe. Eine Volllöfterung. Hallo, ich habe ja gerade da zwei aufgefüllt oder drei. Dann warte erstmal. So, dann raus mit ihnen. Und dann schnell wieder zurück in den Wagen. In den Wagen. So. Er kommt, er kommt, er kommt. Ja. Hinterher, hinterher. Wow. Das ist ein gutes Bild. 15.000. Was glaubst du denn so, sag mal? Beruhig dich doch mal. Ja, ja, ist ja gut, ey. Ach was. Ein kleiner Hausaffen. Voll die Echsen hier, aber er trinkt. Von hinten sieht es aus wie so ein Krokodil. Was gibt mir das Trinken? Naja, aber immerhin noch 8.000. Wetterwarnung bleibt aufrecht. Ah. Sturm in vollem Gange. Na komm, kämpf mal. Und? Nee, das ist kein Kämpfen, ne? Nein, ist kein. Aber 9.000. Los, kämpf. Kämpfen, nicht nur Anfauchung. Ach du Angsthase, Mensch. Hallo. Ich brauche doch auch ein Foto. Wenn Sie jemals ein Umfeld schaffen wollen, in dem die Tiere Ihnen vertrauen können, dann ja, müssen Sie akzeptieren, was passiert, wenn Sie sie freilassen und sie ihren Trieben nachgehen. Ja, ja. Auch wenn sie dann zu töten beginnen. Denn das ist ihre Natur. Ja, ich muss erstmal hier eigentlich irgendwie loswerden. Na gut. Hier. Produkt wird eingesammelt. Zwei leere Futter auf der. Nein. Himmel klart auf. Alter, ihr sollt doch kämpfen. Transport hat begonnen. Ja, dann kämpft doch mal hier. Kämpfen. Ey, der haut immer nur ab. Ihr sollt doch kämpfen, Mann. Und der rennt sich ein zu Recke, das ist ja Wahnsinn. Na, lauf doch, lauf doch, lauf doch. Nicht immer so weit weg hier. Ah, der kämpft nicht, Mann. Okay, dann. Was auffüllen. Das ist leer. Wow. Wie geht das denn? Alles klar. Auffüllen. Und eins ist da hinten aufzufüllen. Mano. So. 150.000.
Im Ernst? Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. Ja. Ist denn, ach, das ist er. Keratosaurus. Oder so ähnlich. Na gut. Dann würde ich sagen, nochmal zurück hier. Irgendwo hin. Dahin und dann mal dahin. So. So, die sind okay. So, aber hier müsste noch irgendwas hin, da ist das noch so leer. Da kommt die Bahn. Aber wenn die nicht kämpfen, irgendeiner muss doch mal mit irgendeinem kämpfen hier. Finden die einen? Ja. Okay, oben ist weg. Bam, 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 bam. Ja, welcher kann denn noch mit wem kämpfen? Das ist ja, ne? Wenn zwei, ne? Komm, wir müssen den haben, den gefährlichen. Ne? Sonst wüsste ich nicht, wer ich da noch kämpfen sollte. Also der eine rennt ja immer nur von denen hier weg. Der will nicht kämpfen. Fühlt sich zwar wohl, aber ne? Du greifst ihn gar nicht an, weil du Angst hast. Und er kommt jetzt da wieder an. Ja. Dann haben wir gleich drei Fleißfresser in ein Gehege hier. Drei verschiedene. La 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 la. So. Dann was macht der hier im Moment? 80.000, immerhin. So, Heli kommt auch wieder. Gucken wir mal, wir brauchen einen Fleißfresser-Fossil. Wo fahren die denn jetzt hin? Fleißfresser-Fossil, das ist ja einer. Gut. Der ist voll. Der ist voll. 40.000. 360.000. Gut, der dürfte auch jetzt auf 100 kommen. Der Diplodocus. Genau. 64.000 weg damit. Weg da. Also 40.000. Alter, noch mehr. Hallo, hier rüber noch mal 80.000, dann die beiden noch mal extrahieren. Jawohl, vollständig. Keratosaurus 80.000, Alter, 380 jetzt wieder hier. Das Geld kommt hier rein, aber ich muss raus. So Leute, ich mache hier eine Pause. Und sage dann bis zur nächsten Folge. Ich danke, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du besuchst mich dann in meinem Park nächstes Mal wieder. Bis dahin. Bye bye.